Hallihallo meine lieben Mädels. Ich dachte mir, ich mache mal ein neues Home-Workout-Video und zwar für den Bauch. Ihr habt ja jetzt gesehen, meine letzten Videos waren alle nur im Fitnessstudio und viele von euch haben mir geschrieben, dass sie zu Hause trainieren wollen oder nur können. Ja, und deswegen geht es einfach mal weiter mit ein bisschen was für zu Hause. Und da habe ich gleich als erstes mir so ein richtig schön intensives Workout für den Bauch einfallen lassen. Was ich persönlich auch wirklich bevorzuge. Ja, zu Hause haben wir jetzt leider keinen Dipständer, wo wir Beinheben machen können. Deswegen, sowas kann sich jeder für zu Hause besorgen, nimmt jetzt nicht sonderlich viel Platz ein und man kann unglaublich viele verschiedene Übungen damit machen. Also es ist wirklich eine Überlegung wert, sich so einen Gymnastikball zu kaufen. Gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Ich habe jetzt hier mich für einen Pink entschieden. Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, ich lege los. Den ersten Satz erkläre ich euch noch ganz kurz ein bisschen was zu jeder Übung und dann geht es hinterher mit Satz 2 und Satz 3. Und ja, legen wir los, Mädels. Für die erste Übung legen wir uns einfach flach auf den Rücken. Die Hände unter den Popo. Ball ungefähr mittig zwischen die Füße. Und dann geht's los. Einmal Beinheben mit dem Ball, damit es nicht ganz so einfach wird. Möglichst nicht absetzen und langsam. Könnt gleich mitmachen. Je langsamer er runtergeht, umso anstrengender wird es auch. Acht. Neun. Zehn. Noch fünf. Und der letzte. Und wieder langsam runter. So, Übung 1. Da habt ihr es jetzt schon gemerkt. Es geht schon ordentlich auf den gesamten Bauch und genau das soll es auch. Übung 2 geht direkt mit dem Ball weiter. Einmal für die Anfänger. Nicht ganz so schwer. Das mache ich jetzt auch direkt so mit. Und wenn ihr dann ein bisschen fortgeschrittener seid, dann könnt ihr auch extra Gewicht dazu nehmen. Also, auf den Ball rauf. Mit dem Popo so ein bisschen hier unten, dass ihr ein bisschen frei seid. Der Rücken muss komplett hier drauf liegen. Macht es euch bequem. Denn wir haben jetzt gleich 20 Wiederholungen vor uns. Arme hinter den Rücken. Wenn ihr dann extra Gewicht habt, könnt ihr es vor der Brust halten. Wir fangen erstmal so an. Nach hinten beugen, komplett den Bauch überstrecken. Einmal nach rechts vorne, wieder hinter, einmal gerade und einmal nach links. Wichtig ist, immer komplett überstrecken, damit wir richtig die Dehnung drin haben. Und dann wieder von vorne. Am besten ist es natürlich auch, wenn ihr es oben immer noch mal ganz kurz haltet und wirklich ordentlich kontrahiert. Umso besser ist es. Weiter geht's. Und 6. Schon ordentlich, ne? 7. Acht.
11. Nicht aufgeben. Immer schön weiter dranbleiben. 12. Sehen. 14. 15. 15. Und geschafft. Also, jetzt solltet ihr schon mal richtig ein ordentliches Brennen im Bauch haben, die ganze Zeit über. Wie gesagt, je langsamer, umso besser. Oben immer noch mal ganz kurz halten, damit ihr die Muskelkontraktion noch nicht verliert. Denn umso besser ist es am Ende auch. So, dann können wir die Barra kurz zur Seite legen. Ärger mich nicht, mein Freund. So. So, also kommen wir zur nächsten Übung. Ich quäle euch heute ein bisschen, wie ihr seht, aber am Ende ist es ein richtig schönes, intensives Workout, genauso wie es sein muss. Und ihr werdet sehen, auch zu Hause kann man einiges erreichen. Man muss nur wissen, wie. Also, nächste Übung ist ein kleines bisschen schwieriger. Und wenn ihr noch am Anfang seid, ist es gar nicht so schlimm, wenn ihr davon keine 12 oder 15 Wiederholungen schafft. Schaut einfach, dass ihr mindestens 8 macht und quält euch richtig durch. Aber am Ende der Übung wisst ihr natürlich, was ihr geschafft habt. Wie bei der ersten, flach auf dem Boden liegen, Hände unter Popo, damit wir das Hohlkreuz vermeiden können. Und jetzt geht's los. Einmal hoch, ganz wie am Anfang. Und dann nochmal richtig hoch. Schön aus dem Bauch rausziehen. Ist fies jetzt nach der Übung eben, aber ihr schafft es. Wir machen mal 10. Hm? Weiter geht's, los. Brennt ordentlich, ne? 7. Noch 3, kommt. 8. Noch 2. 9. Und der letzte. 10. Puh. Also wenn das mal nicht ordentlich ist, können wir auch gleich liegen bleiben, weil die Übung schon so anstrengend ist. Kommt jetzt zum Abschluss einfach nochmal so viele Crunches, ganz normal, wie ihr es schafft. Mindestens aber 15 und das kriegen wir jetzt garantiert noch hin. Also ganz normale Crunches, auf dem Boden liegen. Wenn ihr fortgeschritten seid, könnt ihr auch hier noch Gewicht mit dazu nehmen, dann vor der Brust. Wir machen das jetzt. Die Arme hinter den Kopf, nicht festhalten, wirklich nur dahinter. Und dann geht's los. 15 Crunches kommen hin, das schauen wir noch. Und los geht's. Oben, wie gesagt, auch wieder kurz halten, schön kontrahieren und dann wieder langsam runter. Unten nicht absetzen und wieder hoch. Am besten ihr fokussiert einen Punkt oben an der Decke, guckt die ganze Zeit dorthin und dann cruncht ihr euren Bauch richtig schön ein. Oben kurz kontrahieren und dann wieder runter. Das habe ich gar nicht mitgezählt. Ein paar schaffen wir noch. Noch 5. 4. 3. 2,
1, 0. Und einmal entspannen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt richtig lang machen. Einmal kurz den Bauch nochmal schön strecken und quasi damit ein bisschen lockern. So könnt ihr jetzt circa 30 bis 60 Sekunden ausharren. Ich werde das jetzt mal, ja, ein paar Sekündchen werde ich das jetzt machen. Und dann geht es direkt wieder von vorne los. Also ich hoffe, ihr seid jetzt schon wie ich ein bisschen außer Puste. Genau so soll es nämlich auch sein. Und dann geht es nämlich direkt wieder weiter mit der ersten Übung, Ball, Bein heben. Aber ein paar Sekündchen haben wir kurz noch, um durchzuatmen. Und dann Runde 2 und Runde 3 und dann haben wir es geschafft. Und dann seid ihr hoffentlich genauso kaputt, wie ich es dann sein werde. Ja, und dann haben wir wieder was für den Bauch getan und Kalorien verbrannt. Und natürlich ist es dann auch immer noch wichtig, auf die Ernährung zu achten. Aber dazu gehe ich auch immer mal noch in einem anderen Video ein. Oder ihr schaut einfach durch meine anderen Videos durch. Ich habe da ja schon mal einiges dazu erzählt. So, ich glaube, das reicht. Weiter geht's. Bein heben. 12 Wiederholungen. Schafft man. Los geht's. Und Halbzeit, weiter geht's. 6, 7, 8, bisschen noch. Geht noch bei der Übung, ne? 9, die andere Seite. Wird anstrengend, aber nicht mehr viel. 8, weiter geht's los. Mitte. Links. 9. Und weiter. 10. Gleich geschafft. Bisschen noch, komm schon. 11. 12. 3 Sätze los. 13. Weiter geht's. Letzter Satz, los. 15.
mal meine Lampe den Geist aufgegeben. Bald weg, ich bin gleich wieder da. So. Bist du? So. Kurze Verschnaufspause, ja? Und weiter geht's mit der fiesen Übung, die nochmal so richtig hardcore ist. Aber wir haben auch schon gleich Satz 2 geschafft, also ihr seid gut. Hände an deinem Popo, bereit? Dann kann's losgehen. 1. Halbzeit. Nach 2, los kommt. 1. Und der letzte. Also ihr seht, es auch für mich anstrengend, obwohl ich eigentlich geübt bin. Wir bleiben ja liegen. So, gleich haben wir es geschafft. Direkt im Anschluss. 15 Crunches, Videos, das schafft man auch. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und ausstrecken. Einmal ganz kurz durchatmen. Aber ich hoffe, ihr spürt es schon ordentlich. Ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend und intensiv. Und ich verspreche euch auf jeden Fall Ergebnisse. Selbst wenn ihr gerade ganz am Anfang seid, ist auf jeden Fall wichtig, jede Muskelgruppe zu trainieren, nicht nur Bauch, Beine, Po. Aber dafür gibt es von mir in Zukunft noch ganz viele Möglichkeiten und Übungen, die ihr auch zu Hause machen könnt. Also freue ich mich auch jetzt schon mal, wenn ihr in Zukunft reinschaut. Und natürlich der Knackpunkt so in der ganzen Geschichte, gerade was die Sichtbarkeit von Bauchmuskulatur angeht, ist natürlich der Körperfettanteil. Alleine Bauchübung machen, Bauchübung machen, Bauchübung machen bringt natürlich nichts, ganz klar. Die Ernährung, auch da das A und O. Aber auch dazu komme ich in Zukunft wieder öfter. Hatte leider Asche auf mein Haupt, nicht so viel Zeit in letzter Zeit Videos zu machen, aber ich gelobe Besserung.